Wann sind wir denn endlich da? Ich hab Hunger. Na, kennst du diese nervenaufreibende Situation auch zu Genüge? Verreisen mit Kindern kann ganz schön anstrengend sein und dich auch vom Fahren ablenken. Was du dagegen tun kannst, wir verraten es dir. Gute Vorbereitung ist schon mal die halbe Miete. Bevor die Reise losgehen kann, pack erstmal Spiele, Malbücher oder einen MP3-Player mit Kopfhörer ins Auto. Den Kleinen darf auf keinen Fall langweilig werden. Ein Spielekoffer mit Überraschungen drin wirkt da wahre Wunder. Und damit dir der Hunger keinen Strich durch die Rechnung macht, denk auch an ausreichend Proviant. Stilles Wasser und leichte Lebensmittel wie Äpfel sind ideal. Zu viel Zucker macht die Kids erst richtig munter. Und auch nicht mit Hunger oder zu vollem Magen starten. Dann noch Sonnenschutz an die Scheiben und, ganz wichtig, alle Gegenstände im Auto gut sichern, damit nichts rumfliegen kann. Aber wann sollte ich eigentlich fahren? Wenn es in den Sommerurlaub geht, dann am besten früh morgens starten. Dann ist am wenigsten Verkehr und es ist noch angenehm kühl. Bei Säuglingen oder Kleinkindern passt du die Fahrt an den natürlichen Schlafrhythmus an. Und wenn deine Kinder noch nicht in die Schule gehen, dann fahr doch außerhalb der Ferienzeiten in den Urlaub. Da ersparst du dir einige Staus. Das Wichtigste ist aber, dass du während der Fahrt Ruhe hast und nicht abgelenkt wirst. Da ist es natürlich am besten, wenn die Kids schlafen. Dazu müssen sie aber bequem sitzen, in einem Kindersitz, der eine gute Schlafposition ermöglicht. Die Schuhe kannst du den Kleinen bei längeren Fahrten gerne ausziehen. Genauso wie die Jacke, die aus Sicherheitsgründen vor Fahrtbeginn ausgezogen werden sollte. Sind die Kinder erstmal wach, musst du sie irgendwie bei Laune halten. Erzähl eine Geschichte oder mach Ratespiele. Die Gamekonsole oder der MP3-Player können auch über die langen Stunden im Auto hinweg helfen. Zwischendurch gibt es einen kleinen Snack. Und ganz wichtig, regelmäßige Pausen. Mindestens alle 2 Stunden. Das ist auch für dich als Fahrer wichtig. Und was mache ich, wenn den Kleinen während der Fahrt was in den Fußraum fällt? Erstmal nichts. Denn während du fährst, konzentrierst du dich darauf, damit du nicht das Lenkrad verreißt. Eine ADAC-Studie hat gezeigt, dass beim Aufheben eines Spielzeugs 10% der Strecke im Blindflug zurückgelegt wird. Bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis kannst du so also nicht mehr rechtzeitig bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Generell sollte sich nur der Beifahrer unterwegs um die Kinder kümmern. Wenn du alleine reist, dann halte die Quengelei aus, bis du am nächsten Parkplatz bist. Na klar, wirst du jetzt sagen, so glatt läuft das nicht immer. Und du hast recht, wenn deinem Kind zum Beispiel übel wird, dann solltest du in einer Notfalltasche Spucktüten oder Wechselklamotten dabei haben. Und wenn sich die Kids abschnallen, dann fahr sofort den nächsten Parkplatz an, um sie wieder anzuschnallen. Und übe keinen Druck aus. Anschnallen soll mit etwas Positivem assoziiert werden. Wenn du nur mit einem Kind reist, kann dein Partner hinten beim Kind sitzen. Das ist optimal. Und bitte denkt daran, mehr als 500 Kilometer am Tag solltet ihr euch und euren Kindern lieber nicht zumuten, damit der Urlaub auch erholsam wird. Wie schaffst du es, dass deine Kinder während der Fahrt entspannt sind? Schreib uns einen Kommentar unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.